nachdem wir an diesem Tag schon den Monte Schaffaro und das Croix de Toulouse befahren haben, entscheiden wir uns auch noch den Col du Papillon Angriff zu nehmen. Wir starten von Saint-André de Ambrun in Richtung Gipfel. In den letzten beiden Pässen hatten wir mega Glück mit dem Wetter. Der liebe Wettergott meint es an diesem Nachmittag nicht ganz so gut mit uns. Dennoch freuen wir uns riesig auf die Auffahrt und die traumhafte Aussicht. Weiter geht's in Richtung Passhöhe, die sich in 2780 Metern Seehöhe befindet. Diese kann jedoch nicht direkt angefahren werden, da unter dem Passscheitel ein 520 Meter langer Tunnel in 2637 Metern Höhe befindet. Der Tunnel verbindet die Südostrampe mit der Nordwestrampe und hier fahren wir schon hinein. Der berühmt-berüchtigte Scheiteltunnel des Col du Papillon, der Tunnel de Papillon, kann es in sich haben. Der Untergrund im Tunnel variiert je nach Wetter und Jahreszeit von tiefen Pfützen über schmierigen Schlamm bis hin zu starken Eisplatten. Weiter geht es bergab in Richtung La Condamine-Châtelain. Wir suchen an diesem Tag noch einen Campingplatz, weil wir uns auf eine schöne heiße Dusche freuen. Für die Überquerung des Col du Papillon solltest du mit einem 4x4-Fahrzeug ca. 6 Stunden Zeitbedarf einkalkulieren. Die Strecke gesamt beträgt ca. 46,5 Kilometer mit einem Offroad-Anteil von 28,9 Kilometern. Die beste Reisezeit ist zwischen Juni und September. Bei strahlendem Sonnenschein brechen wir auf in Richtung Col de Malmore. Die Kamera wird heute von mir angebracht. Den Grund hierfür erfahrt ihr später im Video. Die Auffahrt zum Col de Malmore ist eine abenteuerliche Piste, die fast nicht mehr befahren wird. Du gelangst in eine bizarre, felsige Gebirgsregion und befindest dich auf schmalen Wegen. Die Piste zum Fort Malmore ist mit Denzel Schwierigkeitsgrad 5 die anspruchsvollste Passage unserer Westalpentour in diesem Jahr. Wie du siehst, befinden sich auf dem Weg zum Gipfel 13 enorm enge Spitzkehren, die nur durch mehrfaches Vor- und Zurücksetzen zu bewältigen sind. Die Fahrt empfiehlt sich aufgrund des schlechten Streckenzustands und der anspruchsvollen Streckenführung nur für geübte Fahrer.
Die schmale und abenteuerliche Piste endet an der Kasernenruine. Von dort aus kannst du zu Fuß bis auf das Gipfelfort hinauflaufen. Für die Wanderung solltest du mindestens 45 Minuten einplanen. Das Gipfelfort galt als höchste ganzjährige betriebene Festung von Europa. Thank you.
vor und nach jeder längeren Offroad-Passage steht auch jetzt wieder das Ab- bzw. Aufpumpen der Reifen an. Auf der Straße fahre ich ca. 2,5 bar Luftdruck und im Gelände reduziere ich auf ca. 1,5 bar. Der Effekt ist wirklich krass. Erhöht die Geländegängigkeit und schont das Material. Für diese Aktion benötigen wir täglich rund 20 Minuten. Es fällt sich halt auf. Meine Sonne! Ich bin so das war er, der Col de Malmont bzw. die Auffahrt zum Fort Malmont. Ist nach Denzel Schwierigkeitsgrad Kategorie die Nummer 5, also SG5. Ist mit die schwierigste und anspruchsvollste Strecke auf unserer Tour bisher und auf der restlichen Tour. Es sind rund 14 ganz, ganz enge Spitzkehren an Steinhängen ohne Randsicherung. Also es ist wirklich, wirklich anspruchsvoll mit teilweise starkem Geröll und krassen Verschränkungen. War anspruchsvoll der Ausblick vor Ort, uns hier mal beschädigt und fest dort oben ist total surreal. Ja, Patty war heute früh ein bisschen krank, ich denke, ich darf sagen, oder? Ja. Die war schlecht, wir wissen nicht, ob es irgendwie von den Noppi von gestern Abend kam oder ob es gestern einfach zu viel war oder zu wenig oder irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie heute früh eine Stange Mageninhalt rausgelassen. Deswegen sind wir jetzt relativ spät losgefahren und es ist das Ganze heute relativ ruhig angegangen. Jetzt 16.30 Uhr fahren jetzt gerade weiter Richtung Bella Italia zu Barreta Maira. Das ist ein relativ langer Transfer. Wir lassen die Maira Stura Kampfstraße aus, weil wir die vor 2 Monaten zum Motorrad gefahren sind. Und die zieht sich Anfahrt schon recht. Das zieht sich. Ja, jetzt gucken wir gerade nochmal, ob wir irgendwo eine Pizza schnabulieren können. Und dann schauen wir mal, ob wir einen wilden, schönen Stellplatz finden. Ich bin jetzt in Carajo. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Ja, sind jetzt auf dem Col de Malmont durchs komplette Stura-Valle gefahren. Also, das ist ein Stura-Tal. Ich sitze jetzt gerade beim Italiano. Das ist eine Beza. Ich habe mal Der macht irgendwie komische Knacksgeräusche. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas innen ist, so von der Ladung oder auf irgendwas anderes. Nur beim Bremsen, beim Startbremsen, vielleicht knallt da einfach irgendwas irgendwo gegen. Ja, das werde ich dann mal ausräumen und werde es dann mal versuchen ohne Ladung. Kommst du mal bei uns zur Pizza?